was heute passieren wird. Rutsche über den Körper und da kommt mir direkt das Heck. Es ist so schwierig hier rauszukommen, dass Senna ist im Regen. Ich kann mich gar nicht halten. Es ist unfahrbar, Leute. Es ist so schwierig. Und natürlich rechts ein Red Bull, links ein Mercedes im Sprint drinnen. George vor mir, da können wir mit einem späten Bremsmanöver, oh, neutral bin ich da sogar reingegangen, ins Gras, rutsche über die Vorderachse weg. Und das ist natürlich so ein dummer Fehler, so ein unnötiger Fehler. Und das damit ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Ich bin heute in Brasilien, Sao Paulo. Eine sehr coole Strecke und ich freue mich immer wieder hier zu sein. Unsere Weltmeisterschaft hat sich im letzten Rennen entschieden. Doch eine wichtige Weltmeisterschaft, die ich noch nie gewinnen konnte, ist die Konstrukteurs-WM. Und dafür werde ich auch heute wieder alles geben, um die am Ende der Season zu holen. Also abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen um da und schaut euch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. 4,3 Kilometer, 2 DRS-Zonen und eine Strecke, ja, wie sie Senna nur, ja, lieben könnte. Es ist eine sehr coole Strecke, ich mag sie unnormal und jetzt geht's mal ins Qualifying rein. Mal gucken, wo wir landen können. Los geht's, Qualifying, Sprint steht auch noch an, also heute wieder eine XL-Folge und jetzt geht's aus der letzten Kurve hier raus. Let's go! Turn 1, Senna ist sehr, sehr schwierig zu fahren, unfassbar tricky, denn wenn man hier ein bisschen zu viel will, übersteuert das Auto unnormal und man hat irgendwie keine Chance mehr, es zu bändigen. Dann geht es hier eine längere Geraden entlang. Da gab es auch mal eine Berührung zwischen Hamilton und zwischen Verstappen in ihrem legendären Fight 2021. Sauber durchgekommen und wir haben fast 4 Zehntel im Delta. Das brauchen wir aber auch, denn die erste Runde war eher mittelmäßig. Wir sind jetzt auf der dritten Runde natürlich auch mit Outlap gerechnet und jetzt geht es hier einmal noch um die Kurven rum. Mein Lieblingssektor wirklich, der Mittelsektor, unfassbar viele Kurven, aber sehr, sehr cool, die Curbs riesig, aber das Coole an diesen Curbs ist, sie sind nicht hoch oder so, die sind ganz, ganz flach, man kann schön drüber fahren, wie ich mir eigentlich Curbs vorstelle. Dann geht es hier rauf, wichtige Schlüsselkurve, dieser hier, der Exit, verdammt wichtig, der gelingt mir auch, muss ich sagen, Purple Mittelsektor und wir kommen fast mit einer Sekunde Verbesserung hier über die Ziellinie. Für welchen Platz wird das reichen? Gucken wir uns auf jeden Fall in der Startaufstellung. Im Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Leclerc, Verstappen, Sainz, Albon, Ocon, Bottas, Hamilton, Gasly, Theo Pourchaire, Stroll, Oscar Piastri, Joe, Doohan, Liam Lawson, Tsunoda, Sargent, Magnussen, Drugovic und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und es regnet. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich starte zwar von der Pole, aber ob ich das halten kann. Let's go, Sprint. Und ich komme ganz, ganz grottig weg. Das war wirklich gar nicht gut hier. Ich habe richtig Bange, hier vorne zu bleiben. Rutsche über den Körper und da kommt mir direkt das Heck. Es ist so schwierig, hier rauszukommen, dass Senna ist im Regen. Ich kann mich gar nicht halten. Es ist unfahrbar, Leute. Es ist so schwierig. Und natürlich rechts ein Red Bull, links ein Mercedes. Und ich bin schon Dritter. Das ist natürlich, da gibt es die Berührung mit Max zweimal sogar. Ja, und hier nochmal ein Pendler. Es ist schwierig. Die KI war es natürlich on point, was es heißt hier, ja, da quetscht sich auch noch Checo durch und die KI weiß natürlich hier on point, wo man bremsen muss, wie man Gas geben muss und so weiter. Ich weiß das nicht, ich muss mich hier mal dran tasten und das ist halt das große Problem an Regen mit KI, weil die wissen halt direkt on point, wie, wo, was, wann man bremsen muss. Ich weiß das leider nicht und so bin ich da direkt auf den dritten Platz zurückgereicht worden. Ist jetzt natürlich nicht schwer, weil ich Verlustzins und 2 Punkte und ich glaube auch, dass wir nach und nach Russell auch hier irgendwie holen können, aber ob das tatsächlich heute passieren wird, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Es sind 8 lange Runden, es können 8 gute Runden werden oder 8 sehr lange Runden, je nachdem wie meine Pace jetzt hier in den nächsten Runden ist. Jetzt aber mal hier im Windschatten an George Russell dran, letzten Sektor Purple,
Das ist schon mal wichtig, das zeigt mir auch, die Pace stimmt auch im Regen. Aber das heißt natürlich noch gar nichts, denn ich bin nach wie vor hier irgendwie in Underdog. Ich bin nach wie vor immer noch rätseln, wie ich welche Kurve fahre, wie, was, wann man hier vorbeikommt. Gucken wir uns noch einmal den Start an. Der Start an sich war eigentlich okay. Hatte ich jetzt zwar ein bisschen mit dem Heck zu kämpfen, aber das hatten auch andere wie der Red Bull und auch der Mercedes. Aber das Ding ist halt gerade hier, berühre ich den Curb, rutsch in einen Pendler rein und beim Rausbeschleunigen vom Senna ist, kommt noch ein Pendler und schlussendlich der dritte finale Pendler, der mir dann auch zwei Positionen gekostet hat. Das war wirklich gar nicht gut. Also das war Worst Case beinahe. Also viel, viel schlimmer hätte es nicht laufen können. Und ja, da rutscht auch noch fast der Checo durch. Da können wir uns aber gerade noch... Ja, da gibt es die Berührung. Ich gehe eigentlich die Kurve normal, komme wieder auf diesen Curb drauf, zu früh aufs Gas und ja, da kommt der nächste Rutscher. Es sind hundselendige Bedingungen. Ich mag solche Bedingungen absolut gar nicht. Und ja, so sieht es dann halt auch aus, wenn man hier ja herumcruisen muss. Jetzt hier im Sprint drinnen. George vor mir, da können wir mit einem späten Bremsmanöver, oh, ein Neutralwinkel sogar reingegangen, können wir an George vorbei. Jetzt nur noch Max Verstappen vor uns. Aber ob ich den noch holen kann, das ist eine ganz, ganz andere Sache. Purple zwar wieder im Mittelsektor, aber sonst ist eigentlich kaum was da an Verbesserung. Ich mag nur den Mittelsektor, denn da brauchst du halt auch kaum Speed. Da kannst du auch eher mit mittelmäßig langsamen Speed durch die Kurven fahren und schaffst es dann trotzdem irgendwie vorbeizukommen, irgendwie sich durchzuschlingeln. Das war dann dieser gegen Checo Manöver in der zweiten Runde und dann natürlich jetzt auch hier gegen George Russell. Muss ich sagen, war zwar viel Optimismus drin bei diesem Manöver, aber ich glaube, wenn ich ihn da nicht überrascht hätte, hätte ich das auch nicht geschafft und da gibt es auch keine Berührung. Also gefällt mir das Überholmanöver. Kann ein paar so weitergehen. Kann echt weitergehen. So, das macht Spaß, solche Überholmanöver. Bocken halt wirklich unnormal. Wir sind jetzt hier in der fünften Runde und ich komme Max nicht mehr nach. Sodala, jetzt ja, bin ich da fast 2 Sekunden hinten und ich muss eher schauen, dass mich Perez hinter mir nicht überholt, anstatt dass ich auf Max aufholen kann, meine Reifen. Es ist irgendwie immer grindiger, das Wetter, und da heißt es dann tatsächlich eher hold the position, scheiß auf diesen einen Punkt, den ich da all in all verliere. Und for real, ich fahre eigentlich auch nicht gegen Red Bull, sondern gegen Mercedes. Also quasi verliere ich da gar nichts. Und das ist dann auch eher zweitrangig, würde ich sagen. Als dass ich mich da jetzt wirklich irgendwie mit einem dummen Spin oder so verabschiede und dann noch viel mehr Plätze verliere. Also das, ich glaube, das steht in keiner Relation, nur für diesen einen fucking Punkt. So, Dala, jetzt hier noch einmal diesen Mittelsektor, der mir im Regen eigentlich unfassbar viel Spaß gebracht hat. Jetzt haben wir auch die Sekunde zu Checo draußen und da geht's jetzt über die Ziellinie. Wir beenden den Sprint auf einen sagenhaft tollen zweiten Platz. Man darf halt nur nicht erwähnen, dass ich ja vom ersten gestartet bin. Sonst ist es eigentlich eine tolle Leistung gewesen. Gucken wir uns mal die Startstellung an.
Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Russell, Albon, Leclerc, Bottas, Sainz, Ocon, Hamilton, Theo Pourchaire, Gasly, Oscar Piastri, Stroll, Sargent, Tsunoda, Doohan, Joe, Magnussen, Liam Lawson, Drugovic und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich heiße abermals Stefan Römer, willkommen, der alle... Und damit ein herzliches Willkommen hier nun zum Hot. In 25 Runden, wir starten vom zweiten Platz und Titel. Ziel ist natürlich, den Titel zu holen. Lights out und let's go. Wir kommen hier gut weg, können den zweiten Platz behaupten. Doch der erste, ja, Max deckte sogar innen ab. Also da ist aktuell mal nichts da zum, zum Überholen. Und das wird vermutlich heute auch eine längere und zähere Geschichte. Denn ich weiß natürlich, der Red Bull ist unfassbar schnell. Und die haben auch die letzten Rennen nun nochmal aufgeholt. Und da zupft George Russell bereits raus. Aber hier geht's noch nicht. Da geht er noch einmal... hat er noch einmal das Nachsehen. Wir sind jetzt hier direkt im Slipstream von Max Verstappen. Es sind halt eine halbe Sekunde. Das ist halt schwierig, das Ganze hier zu halten. Denn das sind halt wirklich... der ist halt wirklich sauschnell. Und ich hoffe natürlich, dass wir die eine oder andere Chance bekommen, ihn zu überholen. Wenn nicht, kann man es auch noch über die Box versuchen. Also da bin ich sehr motiviert, im heutigen Rennen was zu reißen. Denn... ich glaube, heute ist auch der Win drin. Die Pace war auf jeden Fall da und jetzt im Trockenen könnte das noch viel besser werden aus der letzten Kurve raus. Und da kommen wir sogar mit einem besseren Exit näher dran, unter 7 Zehntel. Ich muss natürlich schauen, dass wir die ersten drei Runden im DRS, also in der dritten Runde im DRS-Fenster noch drinnen sind. Jetzt schnellste Rennrunde für Max ist natürlich klar, der startet auf dem ersten Platz und gibt dann auch die Pace vor. Jetzt geht's in 10S, wir sind eine halbe Sekunde nur hinter Verstappen. Und scheint so, als ob er hier nicht so leicht wegkommt. Gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Und die war sehr, sehr gut von Verstappen. Also der hat da wirklich ohne Scheu, ohne Mühe, hat er da locker den ersten Platz für sich behaupten können. Zupft einmal in die Mitte, kann aber trotzdem mit einem tollen Exit hier aus dem Senna-S rauskommen. Und auch Russell, der kommt verdammt gut raus. Ich habe beim Umschwenken von links auf die Rechtskurve habe ich ein bisschen Pace verloren. Sechste Runde, jetzt ziehen wir schon einmal ein bisschen raus. Machen Verstappen, ja, klar hier, dass wir auch hier sind. Mit einem leichten Heckrutscher ist Verstappen hier ein bisschen unsicher, wirkt mir das Ganze. Gerade von Verstappen oder auch von Red Bull, das ist nicht gerade so, wo ich mir denke, so, der ist da easy going schon im, hat das easy going schon gewonnen. Wir jetzt hier im Windschatten machen wir ordentlich Druck auf einen Fehler. Hoffen von Verstappen wäre natürlich das Beste. Aber ich möchte natürlich auch aktiv was dafür tun, vielleicht mit dem DRS auf Start und Ziel oder dann auf der Gegengeraden nach dem Senna-S. Das könnte jetzt auf jeden Fall mal losieren. Sechste Runde hier mit einem besseren Exit. Naja, besser war jetzt nicht ganz. Ich bin ein bisschen über den Körper rausgeschossen und verliert auch ein bisschen Zeit. Das ist natürlich gar nicht gut, aber im Windschatten könnte das jetzt trotzdem was werden. Wir gehen mal links. Ah, da deckt er direkt links ab. Mit rechts wird es schwierig werden. Das merke ich auch direkt. Probiere mehr Schwung mitzunehmen. Da kommt der Rutscher von Max Verstappen. Ich muss hier sogar den Körper nehmen, weil der so direkt vor das Auto fährt. Und ja, da war der Exit jetzt von mir jetzt nicht ganz so sauber. Und deswegen wird es auch vermutlich nicht reichen hier. Es ist einfach zu klein, die Geraden. Also die ist einfach wirklich zu schmal, zu eng. Da kannst du doch kaum, also zu kurz. Da kannst du doch kaum irgendwie was machen von einem Overtake oder so. Auch hier rauf, da wäre ich viel, viel schneller ohne Verstappen vor mir. Aber ich muss natürlich jetzt irgendwie das schaffen, vorbeizukommen. Es sind auch noch viele, viele, viele Runden. Also es sind noch 18 Runden zu gehen. Da wird es noch eine Menge Zeit und Positionen, eine Menge geben. Jetzt aber mal hier im Senna-S nochmal ein Rutscher und noch ein Rutscher. Verstappens Reifen sind durch. Meine auch, aber ich konnte mich hier tatsächlich mit einem besseren Exit ganz, ganz nah hier dran saugen. Auf unter 3 Zehntel, jetzt sogar unter 2, reicht aber noch immer nicht. Wir jagen hier den Weltmeister, also ich bin der Weltmeister, aber den wirklichen Formel 1 Weltmeister.
Wir jagen hier Verstappen und wir wissen, was in den letzten Jahren passiert ist. Einmal hat es Perez weggespinnt im Senna, dann Verstappen im Senna und nie hat es ein Regenrennen gegeben. Also, ich bin sehr gespannt. Auch die Termine für den Sprint in der nächsten Formel 1 Season sind bekannt. Das ist auch wichtig für uns hier im Formel 1 Game, denn wir werden wieder Spielberg und Brasilien als Sprintaustragungsorte haben. Aber dann wiederum ist dann Katar mit Kota, die waren ja auch schon Kota und Katar war ja auch schon. Und neu im Bande ist jetzt Shanghai, China. Da hat man jetzt Aserbaidschan weggenommen. Also das wird sehr, sehr cool. Da freue ich mich auch schon auf den Sprint. Ich hoffe auch, dass da eine Revolution kommt am Freitag. Soll ja auch nochmal ein bisschen was entschieden werden. Jetzt hier im Windschatten an Max Verstappen dran. Ich probiere es ja mal links. Gehe hier ganz nah neben ihn. Max Verstappen lässt das zu. Wir gehen nebeneinander in die erste Kurve rein. Beim Exit war ich ein bisschen neben der Linie, aber ich wollte auch wirklich ihn nicht reinfahren. Und da kommt dann direkt der Verteidigungsmove von Max Verstappen. Aber es reicht nicht. Wir können uns behaupten und führen in der 13. Runde jetzt endlich das Rennen an. Ich freue mich extrem. 4 Sekunden konnten wir schon zu Max Verstappen, zu George Russell rausfahren. Und auch zu Carlos Sainz, also Albon auch auf dem 5. Platz, das wäre wieder mal eine Mega-Leistung. Wir würden die meisten Punkte holen, aber das Rennen ist noch lang und das Rennen ist noch sehr, sehr steinig. Und hier, ja, das war der, ja, wahrscheinlich Move des Rennens, denn mit diesem Wechsler konnten wir hier in Turn 1, ich fliege hier in Turn 1, fällt mir gerade auf, konnten wir hier in Turn 1 an ihm vorbeigehen. Aber ich war auch schon vorne, muss ich sagen, bevor ich dann eben den Curb gefahren bin. Ich wollte dann einfach wirklich nicht Max Verstappen irgendwie reinfahren. Jetzt in der 13. Runde. Wir führen zwar das Rennen an, aber Verstappen können wir nicht ganz abschütteln. Es sind natürlich auch schon ein wenig die Reifen, die jetzt schon ein bisschen tot sind. Also ein, zwei Runden gehen noch maximal. Ja, genau. Jetzt hier beim Reinlenken der Pendler. Und dadurch schlüpft hier Verstappen tatsächlich wieder durch. Es ist so ärgerlich. Es ist wirklich so ärgerlich, dass durch so einen blöden Fehler Verstappen jetzt wieder durchrutscht. Wir gehen aber jetzt beide gleichzeitig in die Box rein. Könnte das was werden? Ich bremse sehr, sehr spät. Aber es geht noch gerade so aus. Ich verstehe das da oben auch nicht. 108 irgendwie. Nein, Albon auch in der Box. Das ist natürlich blöd getimed. Das ist echt blöd getimed. Jetzt, Jungs, bitte macht was draus. Macht einen tollen Stop. Ganz, ganz spät auf Purple gewechselt hier. Und jetzt schauen wir mal, wie lange unser Boxen-Top dort. 2,9. Da, 2,3. Und wir haben es geschafft. Verstappen musste warten und wir überholen ihn hier in der Boxengasse. Das ist natürlich perfekt für unsere Weltmeisterschaft. Das ist perfekt. Natürlich, dass Albon jetzt ein bisschen im Verkehr stecken geblieben ist, ist natürlich nicht gut. Aber das ist was für ein echt geiles Manöver. Allmählich kann ich mir jetzt schon fast sicher sein, dass wir das Rennen hier gewinnen werden. 4 Sekunden zu Perez, Verstappen sogar über 5 Sekunden, auch mit den anderen Reifen jetzt. Vielleicht ist er zum Schluss natürlich besser, aber dann kam es zu diesem folgenschweren Fehler. Ich komme mit dem rechten Reifen ins Gras, rutsche über die Vorderachse weg und das ist natürlich so ein dummer Fehler, so ein unnötiger Fehler und das schlüpft uns wieder ein Red Bull durch. Es ist diesmal Checo Perez und auch Max Verstappen ist es weit weg, Charles Leclerc auch dahinter. Und jetzt muss ich natürlich wieder die komplette Pace aufbauen. Es ist so ein dummer, unnötiger Fehler gewesen. Komm mit dem rechten Reifen ins Gras rein, verpasst den Scheitel, komm auf diesen Dirty Flecken drauf und dann spinnt mich da direkt weg. Das ist wirklich so blöd. Natürlich Glück im Unglück, dass ich nur einen Platz verloren habe. Aber selbst der war unnötig. Also Mann, das ist so scheiße, Mann. Es ist, dieses Spiel ist Fluch und Segen zugleich, wirklich. Dass wir hier
so im Pech schwimmen. Da geht Leclerc fast an Verstappen vorbei, kann er sich aber noch gerade so wehren. Und dahinter, ich bin echt froh, dass ich da gerade so in dieser Lücke rausgekommen bin. 18. Runde von 25, die Reifen sind noch, ja, in gutem Zustand. Purple im letzten Sektor, wir haben auch die schnellste Rennrunde. Jetzt müssen wir halt auch wieder uns hier an Checo vorbei arbeiten, denn das wird nicht so einfach, als ich mir das wünsche, vermutlich. Perez, wir wissen es, er ist ein saustarker Fahrer und jetzt ist Leclerc auch schon an Verstappen vorbei und ist nur noch 7 Zehntel hinter uns. Und wir müssen uns jetzt auch noch gegen Perez durchsetzen. Mann, das wird auf jeden Fall eine spannende Endphase werden. Da kommen wir neben die Strecke hier im Bogen rauf. Runde Nummer 20 und ich klebe bereits im Windschatten und DRS-Fenster von Checo Perez. Denn da kommen wir schön dran im Windschatten hier den Berg rauf. Es ist wichtig, ich würde schon fast sagen, der Exit aus dieser letzten richtigen Kurve, denn wenn du hier einen guten Exit hast aus dieser Kurve raus, dann kannst du eigentlich in Turn 1 alles machen, was du willst. Perez mit einem leichten Rutscher hier, wir kommen gut raus, verlieren aber Zeit am Hintermann. Das ist interessant. 21. Runde, Perez hier vor uns, da gibt es zu leichten Berührung. Hier probiere ich im Senna erstmal eine andere Linie und jetzt sind wir dran. An Checo Perez hier im Windschatten nebeneinander und ich glaube, das könnte reichen. Und das tut es auch. Wir sind wieder neuer Führender in der 21. Runde und was für ein Krimi am Ende von diesen Rennen. Durch den Spin, durch den blöden Fehler vorhin in der Haarnadelkurve ist Verstappen wieder durchgerutscht. Gott sei Dank durch den Boxenstopp konnten wir das bereinigen. Jetzt dann durch den Spin ist Perez durchgerutscht und wir konnten es auch irgendwie abwehren, dass uns Leclerc nicht direkt schnappt. Also ich bin froh, wenn das Rennen vorbei ist, denn heute ist so viel passiert, da könntest du fast ein Buch drüber schreiben. Sodala, das ist wirklich, ich hoffe natürlich, dass jetzt kein Fehler mehr kommt, denn dann könnten wir heute endlich unseren wohlverdienten Sieg feiern und ich glaube, der ist heute schon mehr als verdient. Hier in Turn 1 kommt es dann zur leichten Berührung, aber ich glaube, das war jetzt, ich habe nicht meine Verwarnung bekommen. Und aus dem Senna S raus, da habe ich so viel Schwung und Windschatten vom Perez mitnehmen können. Dann geht es nebeneinander in diese Kurve rein und Perez wusste ab diesem Moment schon, es ist vorbei. Und da gibt es noch einmal Gelb, boah, leichter Pendler, die Reifen sind jetzt natürlich schon eher mau, wir sind schon in der 24. Runde. Perez will nicht aufgeben, der kann so gut dranbleiben, wir kennen das Ganze hier. Jetzt vielleicht eine andere Linie, um ihn zu verwirren, wie Alonso damals. Jetzt hier raus und das wird nicht reichen für ihn. Da bin ich mir nahezu sicher, dass das nicht reichen wird. Aber er hat natürlich noch einen Versuch, dann bis zur Start, also bis zur Checkered Flag, hat er dann noch einen Versuch. Da kommen wir saugut raus. Also, nee, das wird derweil mal nichts, Checo. Ja, Turn 1 hier noch einmal ordentlich erwischen. Wir fahren auch TSC Mittel, also das sieht man, glaube ich, auch teilweise. Das hat man auch im Regen, glaube ich, das ja ein oder andere Mal gesehen. Aber jetzt hier noch einmal die letzte Kurve in der letzten Runde. Bitte, Perez, mach's nicht so spannend. Der Exit ist wichtig. Nicht wie gegen Verstappen vorhin. Jetzt gut rauskommen hier. Schön beschleunigen. Und wenn ich in den Rückspiegel gucke, denke ich mir, das könnte reichen. Wir werden hier das Rennen gewinnen. Ich bin so froh, denn das Rennen hat so viel zu bieten gehabt. Abonniert unbedingt gern kostenlos und lasst unbedingt ein Däumchen rum da, falls euch dieses Video gefallen hat. Es hat sau viel Spaß gemacht und ich glaube, ja, euch beim Zuschauen denke ich mal auch. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Wir gewinnen und machen wieder einen großen Schritt in Richtung Konstrukteurstitel. Yes! Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Das war eine spektakuläre Saison. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen.
Sauerland. Hier haben wir nun die verdienten Punkte. Wir machen zwar nicht das Maximum, denn dafür habe ich einen Punkt liegen lassen im Sprint, aber wir sind jetzt auch endlich Konstrukteurführender und gehen somit in die letzten zwei Rennen als Führender rein. Albon hat ein bisschen natürlich auch durch die blöde Boxenstrategie verloren, aber auch seine Pace war gefühlt das ganze Wochenende nicht so stark. Wir gewinnen die Rivalität vermutlich auch gegen Carlos Sainz. Und Albon, ja, sehr stark. Ich hoffe natürlich, dass der wieder wertvolle Punkte im nächsten Rennen mitnehmen kann. Las Vegas wird es dann sein und dann noch Abu Dhabi. Da freue ich mich unfassbar drauf. Abonniert gern kostenlos den Channel. Wir gucken noch einmal, was wir alles so ändern können. Es gibt zwei neue Sponsoren. Mal schauen. Ich glaube, ich werde gleich wieder den nehmen. Da gibt viel Kohle und ich glaube, die Ziele sind doch schaffbar. 1 Million für das obere. Ich glaube nicht, dass wir die bekommen werden. Und für heute soll es das mal gewesen sein. Danke, danke, danke für euren Support. Und abonniert gerne den Channel kostenlos. Morgen geht es hier weiter oder auch der Adventkalender noch später. Schaut gerne auf TikTok und auch auf Instagram vorbei. IT-Gaming auf Insta und EZ-Tobi auf TikTok. Danke für euren Support. Bis morgen oder später hier. Ich freue mich und danke und ciao.